Zum 139. Mal bereits findet das traditionsreiche Dreikönigs-Trabrennen hier am Mühlnerfeld in Reit bei Kitzbühel statt. Auf dem Programm stehen 6 Trabrennen, ein Mini-Trabrennen sowie ein Norica-Fahren. Das Startfeld, das ist bunt gemischt, es sind Amateure genauso dabei wie absolute Vollprofis. Bei herrlichem Wetter und perfekten Bedingungen dürfen sich Hunderte von Zuschauern auf ein tolles Rennen freuen. Sepp, du bist Präsident des Tiroler Trabrennverbandes. Welche Bedeutung hat dieses Kitzbühler Dreikönigsrennen für den Tiroler Verband? Es hat einen sehr großen Stellenwert, einen sehr, sehr großen Stellenwert sogar, weil in Kitzbühel das zum Veranstaltungskalender des Winters sehr viel beiträgt. Ganz, ganz wichtig, um eigentlich die Tradition für die Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Du bist bei diesem Rennen aber traditionellerweise natürlich auch selbst mit Pferden vertreten. Selbstverständlich, als Präsident des Dachverbandes vom Land Tirol sollte man oder muss man Pferde haben. Das ist seit 30 Jahren mein Sport und ich habe 2 Pferde am Start, einen jungen und ein älteres Pferd und hoffe natürlich, dass das halbwegs gut geht. Das Wetter ist fantastisch, die Bahn in perfektem Zustand und so steht spannenden Rennen nichts im Wege. So eine Kulisse findet man den ganzen Winter nirgends mehr, wo wir so eine Bahn haben. Wetterglück noch dazu. Die Bahnverhältnisse sind optimal. Da muss ich mal herzlichen Dank sagen allen, die da mitgeholfen haben und vor allen Dingen auch die den Schnee geliefert haben, die Bergbahn und Tourismusverband, die sich da unermüdlich einsetzen. Da mal herzlichen Dank von meiner Seite aus und jeder Aktive, der heute da vorzeigt, eine Traumbahn. Und ich kann nur selber sagen, ich mache es jetzt 50 Jahre, so eine Bahn haben wir es ganz, ganz selten gehabt. Aber die Voraussetzungen sind natürlich da. Es war heute kalt und jetzt strahlendes Wetter, Kaiser als Hintergrund, was wollen wir mehr? Du bist bei sehr vielen Rennen unterwegs. Welche Bedeutung hat für euch Fahrer dieses Dreikönigs-Trabrennen? Ja, das ist ein Traditionsrennen und das gehört dazu. Das ist ganz, ganz wichtig für uns, weil wir viel Besitzer aus Tirol haben und Salzburg und die wollen die Schlittenrennen fahren. Was muss man mitbringen, was muss das Pferd mitbringen, um bei so einem Rennen zu gewinnen? Man muss trabsicher sein und Ausdauer haben. Das ist mehr auf die Kraft, die Geschwindigkeit ist nicht so ausschlaggebend da. Mehr die Trabsicherheit und die Ausdauer. Obwohl das Wetter schon beinahe zu schön für diese Veranstaltung ist, lassen sich Hunderte von Zuschauern dieses traditionsreiche Trabrennen nicht entgehen. Im nächsten Jahr feiert nicht nur die Stadt Kitzbühel 750-jähriges Jubiläum, sondern auch ihr habt sein Jubiläum. Ja, Trabrennverein 140 Jahre nächstes Jahr, nicht 139 Jahre haben wir heuer. Nächstes Jahr ist 140, zeitgleich mit der Stadt 750 und da wird auf alle Fälle ein Jubiläum, doppeltes Jubiläum gefeiert. Wir sind sicher einer der ersten Veranstalter, die das Jubiläum in Angriff nehmen. 140 Jahre Trabrennverein, 750 Jahre Stadt Kitzbühel. In Kitzbühel absolut etwas, das man feiern kann. Die Nachwuchsarbeit, die spielt natürlich auch bei den Trabern eine sehr große Rolle. Und so findet auch bei diesem Dreikönigs-Trabrennen immer auch ein Mini-Trabrennen statt. Als kleiner Bub bin ich mit der Mama öfters mitgefahren. Und die ganzen Pferde, was wir da haben, stehen gehabt haben. Und ein Freund von uns hat auch recht viel Pferd. Da sind wir öfters mitgefahren und bin jetzt durch das alles gekommen. Wie trainiert man denn diese Sportart? Wie oft seid ihr da unterwegs? Was macht ihr da genau? Circa 3 bis 4 Mal in der Woche. Und ein Freund von uns hat eine Sandbahn, da trainieren wir. Wie schwierig ist es, auf Schnee zu fahren? Wie trainiert ihr das? Wie darf man sich das vorstellen? Ja, ist sicher anders als auf Sand. Man rutscht in die Kurven. Und ja, die Pferde laufen anders, viel langsamer in die Kurven. Die Faszination ist eigentlich generell die Arbeit mit den Pferden. Die Vielfältigkeit der Pferde. Man lernt nie aus. Und es ist eine sehr, sehr gute Stimmung drinnen bei den Pferdebesitzern und auch bei den Pferdefahrern, ob das Amateure sind oder Profifahrer sind, die alle natürlich heute vertreten sind. Und darauf sind wir auch stolz natürlich, dass sehr viele Leute von Wien oder von anderen Bahnen zu uns zum Schlittenrennen nach Kitzbühel kommen. Und auch generell zu den nächsten Veranstaltungen. Das heißt, das nächste ist Kirchberg, dann ist Würgl, dann ist Mittersill, dann ist Kirchberg, dann ist Matra im Osttirol. Überall werden diese Winterveranstaltungen durchgeführt. Und das gehört dazu. Das gehört genauso wie Skifahren, gehört bei uns der Trabersport dazu.